Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 im Alltagsleben. Die gute Marie trauert ein wenig, muss aber, glaube ich, vermutlich noch ihre Videospiele machen, hat aber noch 3 Tage bis zur Arbeit. Dann, wow, 3 PCs sind alle besetzt. Ah, der wird frei, sehr gut. Spiel. My Sims Go. So, Yuki ist im Witwenhort-Stadthaus, okay. Du musst da bestimmt auch noch deine Tagesaufgabe machen, richtig. So, du kannst gleich mal Medienstatus aktualisieren. Anzahl der Follower überprüfen. Oh, Bild teilen kommt auch immer gut. So. Dann, du musst deine Berichte ausfüllen, meine Liebe. Nein, nicht schreiben. Zurück. Mehr Auswahl. Web. Berichte ausfüllen. Ute hat 245 Follower. Das ist ein Anfang. Aber Ute sollte einen Weg finden, um ihr Netzwerk zu erweitern. Ja, Bilder zum Beispiel. So, du meine Süße, musst Hausaufgaben machen. Dann solltest du das auch dringend tun. Das Bild passt einfach perfekt zur heutigen Stimmung. Deine Follower sind der gleichen Meinung. Ute hat 25 Follower dazu gewonnen. Okay. Und Marvin hat die Tanzfähigkeit erworben. Der frisch geborene Papa, oder werdende Papa. Was mussten du eigentlich machen? Schelmische Interaktion. Du kannst mal ein bisschen... Du kennst sie gar nicht. Du kennst die alle nicht. So. Wohnt zusammen, aber kennt euch nicht. Oh, einmal abtanzen. So. Du kannst doch bestimmt... Du bist doch eigentlich seine Schwester, oder? Wieso kennt ihr euch nicht? Stammbaum. Tommy Lee ist der Vater und Erika... Die ach so, nee, der Tommy. Ach genau, ihr seid kein... Stimmt. Mehr Auswahl. Unfug. Mit Handschocker reinlegen, das wirkt immer. Erschrecken. Ja, das freut einen. Mehr Auswahl, Unfug. Handschocker machen wir nochmal, wirkt doch immer. Behaupten, kriminelles Superhirn zu sein. Mehr Auswahl, Unfug. Zur falschen Party einladen. Machen wir nochmal das Schrecken. So. Dann können wir bei ihr auch mal noch Unfug Handschocker machen. Das sollte dann eigentlich ausreichen. Kennst du die Marie eigentlich? Sonst müssen wir die auch noch mal vorstellen. So. Dass du hier deine Mitbewohner kennenlernst. So. Susu. Mehr Auswahl. Machen wir gleich ein bisschen Unfug. Mit Handschocker reinlegen. Dann hätten wir tatsächlich mal die Tagesaufgabe erledigt. Hast du deine erledigt? Nee, noch nicht. Du musst noch weiterspielen. So. 3 Freunde haben sich 10 Sims vorstellen. Oh, das hätten wir andersrum machen müssen. Freundlich vorstellen. Marie hat Marvin hat folgende Merkmale von Marie kennengelernt. Sie ist böse.
Wabarani Bayumi. Cebu on a mob. Floribe Essanoi. Brainem Dubton. Le Bancusha. The Fala Fredor. Plaudern. Luchi. Bist du mit deinen 50% erst erledigt, Mädel? Was macht ihr denn alles? Oh. So. Kiss amoy. Ja. Da wird man natürlich auch völlig... Völlig, sie ist glücklich. Glücklich ist immer gut. So, Hausaufgaben abgeschlossen. Wie viel Zeit hast du noch? 2 Tage bis zum Unterricht. 5 Fische fangen. So, und Marvin hat abgeschlossen. Sehr schön. 8 Stunden trainieren. Ja, dann leg mal los. Dann solltest du wirklich mal loslegen, mein Lieber. Aha. So, Videospiele abgeschlossen. Fühlst dich leicht unwohl. Bist aber sonst aber. Dann können wir mal gucken, mit wem wir uns denn verabreden können. Wir brauchen hier noch ein Date. Wen kennen wir denn? Aini. Zählt, glaube ich, nicht. Machen wir mal mit ihm ein Date. Ataf. Um Verabredung bitten. Ach, da kennen wir nur ihn. Machen wir mit ihm nochmal eine Verabredung. Zählt das? Zu 2 Verabredungen gehen. Steht nicht, dass es 2 verschiedene sein müssen. So, wo gehen wir denn hin? Mal in den Magnolienblütenpark, der ist nicht so weit weg. Da waren wir letztes Mal, glaube ich, nicht, oder? Hoffe ich. Wäre schade, wenn. Mit dem Grundstücksmerkmal verflucht scheint so einiges schief zu gehen. Nee, da waren wir nicht, das ist gut. Sie fühlt sich ein bisschen unwohl, aber das macht ja erstmal nichts. Über Interessen reden. Von Natur schwärmen. Sie ist kokett. Kriegen wir ihn auch aufreizend posieren. Jibs. So, Hände küssen. Oh, jawohl, geschafft. Sitzen mit Verabredung sprechen. So, hier sitzen und plaudern. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Verabredung leidenschaftlich küssen. Das sollte auch nicht das Riesenproblem sein. Oh. Ja, was machst du denn hier, Alessia? Wie Bett. Der geht aber ran. Flirten. Streng nicht. So. Verabredung, eine Geschichte erzählen. Das kriegen wir auch noch hin. Seneca Bispa Plonide. Bissig Musma Florib. Ja. Boinen. Leidenschaftlich küssen. Serge Blue. Haraza. Urizab. In a prab. Everdroy for nose. Küssen wir mal. Sie denkt gleich an Verlobung. Gestehen sich angezogen zu fühlen. Tiefgründige. Leidenschaftlich küssen müsste man, ne? Mehr Auswahl.
Fragen, ob er Single ist, aber ich glaube, das haben wir schon mal gefragt. Nochmal flirten. Bitten, Freund zu sein. Wo bist denn du hin? Marie? Joggen gehen? Hast du sie noch alle? Du kannst doch nicht einfach joggen gehen. Und was machst du hier alles hier? So allein? Bruno Beda, sind denn deine Eltern irgendwie da? Wolfgang Munch, ne? Jeep. Leidenschaftlich küssen. Na also. Araf ist soeben der Freund von Marie geworden. Gut. Verführerisch flüstern. So. Dann brauchen wir noch die tiefgründigen Gespräche. Mehr Auswahl, da war doch da. Tiefgründige Unterhaltung. Mehr aus da nochmal. Soy Sije. Kennenlernen hätten wir auch noch machen können, ne? Knuddeln wir mal. Verführerisch sein. Ewige Liebe erklären. Küsschen kann doch auch nicht schaden. Tip-Tip. Zuneigung ausdrücken. Kann ich den nicht fragen, ob er... Wir müssen nochmal ein tiefgründiges Gespräch führen. Das hat nicht gezählt. Tiefgründige Unterhaltung. Marvin muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ich hoffe, du gehst. Shimabu. Jawohl, auch geschafft. Essen? Du kannst doch nicht essen gehen. Heiratsantrag machen, das wäre jetzt noch ein bisschen früh, aber bitten einzuziehen, das müsste es doch hier irgendwo geben, oder? Mehr Auswahl. Geheimnis ausplaudern. Oder ist das in Romantik? Mehr Auswahl. Ach so, das geht, glaube ich, hier in... während der Verabredung nicht. Hände küssen. Flirten wir nochmal ein bisschen. Einen Kuss hauchen. Rose anbieten. Können wir eigentlich auch vorzeitig beenden, ne? So. Veranstalte mit allen Sims 50 Bronze oder höhere Gesellschaftsereignisse. Belohnung. Eine legendäre Verabredung im Haushaltsinventar eines Sims findest du etwas Besonderes. Marvin ist zur Arbeit. Das ist aber brav. So, halt, stopp. Herbeirufen. Bevor du daheim gehst, meine Liebe. Mehr Auswahl, freundlich. Bitten einzuziehen, genau. Das habe ich gesucht. Das geht nämlich, glaube ich, während der Verabredung nicht. Ihr lauft aneinander vorbei. Samso. Okay. Lassen wir sie zusammenziehen, dass das Haus voll wird. Oh, der bringt Geld mit. Genau, wenn alle Sips... Macht er automatisch, ne?
Sehr schön. Da kriegen wir noch wieder Kohle. Hervorragend. So Freunde lobe ich mir, die mal eben 20.000 Simoleons mitbringen. Eventuell müssten wir dann mal Maries Zimmer noch ein bisschen umrüsten. So. Araf, so. Das darfst du mit beanspruchen. Ich hoffe, du kannst in dem Zimmer schlafen. So, dich bringen wir mal hierher. Und du willst ihn noch mit Sicherheit auch kennenlernen. Wo ist er denn? Der sitzt am PC. Ute, einmal kennenlernen. Da ist er. Was macht man als erstes, wenn man in eine neue Wohnung kommt? Man geht an den PC. Was auch sonst. Wer hat denn das eigentlich gemalt? Die Sarah, okay. Du musst aufs Klo. Das könntest du natürlich gerade noch machen. Neuen Besitz bewundern. 46.000 Simoleons haben wir. So, und du dürftest jetzt das Ziel erfüllt haben, dich 10. Warum nicht? Du hast doch eben noch einen. Kennst du sie schon? Stopp. Freundlich vorstellen. So. Auf, meine Liebe. Kommt die hierher? Okay, so kann man es natürlich auch machen. So, du darfst hier das Bild mal verkaufen. An Sammler verkaufen. Und dann darfst du mal ein neues malen. Wieso hast du dich jetzt ihr nicht vorgestellt? Freundlich vorstellen, so. Lauf bitte mal hin, meine Liebe. Sie lässt antanzen, du bist doch ein faules Stück. Sarah? Malen sollst du. Ach so, ich hole Nuss, hab das nicht angeklickt. Okay, mein Fehler. Ich sag nix. So, zu zwei Verabredungen gehen. Ja, das müssen wir jetzt noch mal in Angriff nehmen. Mit bestem Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Okay, das heißt, in der nächsten Folge steht eine Heirat an. So, Videospiele spielen abgeschlossen. Was hast denn du? Kochen 3, Programmieren 2. Achso, da könntest du noch ein bisschen lernen, ne? Oder wer war das, der von euch Programmieren lernen wollte? Level 2 der Programmierfähigkeit erreichen. Das hast du geschafft. Kannst aber ruhig noch ein bisschen programmieren. Programmier mal ein Plugin. So. An 3 verschiedenen Orten neue Sims kennenlernen. Okay. Und Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Lustige Geschichte erzählen. Eine unverschämte Geschichte erzählen. Das jetzt nicht unbedingt. Lustige Geschichte erzählen. Was ist eigentlich dein Ziel? Von 2 Sims nicht gemocht werden. Wow. Solche Ziele hat man auch. 10 gemeine oder schelmische Interaktionen anwenden. Okay. Er ist der Meister des Unfugs.
Okay, klingt interessant. Du könntest, was kannst denn du eigentlich? Fitness 10. Wow. Alle Achtung. Feinschmecker kochen, Comedy hast du 5. Malerei 6. Okay, wir haben 9 Maler noch. Mixen, schreiben, Videospiele 2. Okay, singen 7. Du bist Sänger? Dann bring ihr mal gerade ein Ständchen. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Kennenlernen. Kann ich hier kein Ständchen singen machen? Ist das bei Romantik? Hoppala. Ah, okay, dann nicht. Schreiben hat er Level 2, okay. Dann könntest du aber mal... Was bist denn du vom Beruf? Raummission. Nicht begonnen. Raummission. Was ist genau das? Was muss ich denn da machen? Kann ich hier am PC was machen? Comedy. Raummission. Falls das jemand von euch weiß, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt gerade ein klein wenig überfragt, was das bedeuten könnte, was er da machen soll. Wir lassen ihn. Wow, ist nicht mehr viel zu essen übrig. Du könntest mal was kochen. Würstchen mit Bohnen. So. In der Weile sage ich aber mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Großstadtleben mit dabei oder übermorgen im Vampirleben. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.